Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode geht es um den Logistical Sorter und der wird folgendermaßen hergestellt. Wir brauchen 7 Iron Ingots, ein Basic Control Circuit und ein Piston. Und das Interessante an dem Logistical Sorter ist nicht das Rezept, sondern vielmehr die Funktionalität. Wir gucken und wir bauen den einfach einmal auf und wir haben sehen, dass wir hier zwei verschiedene Seiten haben. Einmal, das ist die Seite des Outputs und das ist die Seite des Inputs. So sieht das Ganze auf jeden Fall erstmal aus. Okay, dann bauen wir uns mal ein kleines Item-System auf. Eine Kiste, unser Logistical Sorter, dann brauchen wir die Pipes von, beziehungsweise die Transporter von Mechanism. Da ziehen wir das Ganze einmal hier entsprechend mal so lang. Haben noch zwei Output-Kisten und wir gucken einmal rein in unseren Logistical Sorter. Und da haben wir ein relativ großes Interface. Das Interessanteste ist, glaube ich, der Filter setzen. Und da setzen wir einfach mal verschiedene Filter und wir gucken mal, was wir damit machen können. Also wir können Item-Stack nach Tags, Material oder Mod-ID. Material ist teilweise in meiner Version so ein bisschen verbuggt, zeige ich euch allerdings auch gleich nochmal, wie das gemeint ist. Okay, gehen wir einmal auf Material und ziehen jetzt hier zum Beispiel einmal Diamanterz rein und wir sagen, okay, das Ganze soll Dark Wet sein. Soweit, also gut erstmal. Okay, gut, und dann setzen wir mal einen neuen Filter, neuen Materialfilter und wir setzen das Ganze einmal auf Purple. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Ah, okay, jetzt haben wir kein Item. Nehmen wir Sand. Safe. Also haben wir jetzt im Grunde genommen zwei Filter schon mal gesetzt. Und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, Single-Items zu senden oder in Cycles oder dass Items automatisch rausgezogen werden. Ist hier allerdings alles auf Offline gestellt. Und wir haben noch die Möglichkeit, ein Default, eine Default-Farbe mitzugeben. Ist allerdings hier ausgestellt, weil Allow Default ist jetzt hier gerade aus. Ja? Okay, gut. Also haben wir jetzt unsere Kiste. Wir haben unseren Sorter eingestellt. Und was wir jetzt noch benötigen, ist unseren Configurator. Und dann brauchen wir richtige Farben. Das heißt, der Configurator muss auf Item-Modus stehen. Was er tut, links unten seht ihr das. Shift und Rechtsklick. Und wie wir sehen, jetzt ist er auf Blue. Und wir wollen in diese Kiste, wollen wir ganz gerne Purple haben. Das heißt, wir gucken mal. So Push, das ist okay. Blue und jetzt seht ihr, dass dadurch, dass ich die Farben hier verändere, ist das auch ein anderes Netzwerk sozusagen. Das heißt, jetzt haben wir Purple, das heißt, dieser Strang ist komplett auf Purple gesetzt, okay. Und dann wollen wir hier einmal gucken, wir gehen einmal auf Dark Red und gehen hier nochmal auf Dark Red und gehen auch hier nochmal entsprechend auf Dark Red. Sehr schön, okay. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir eingestellt. Wir haben einmal Diamanterz und einmal Sand und wir gucken mal, was da passiert. Diamant wird getaggt als rot, sehr schön, und landet in unserer hinteren Kiste, sehr schön. Dann haben wir noch Sand, wird getaggt als purple, als lila und landet in der vorderen Kiste, genauso wie wir es eingestellt haben. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Ich habe es nicht hinbekommen bei dem Materialmodus. Ich habe jetzt hier ein Erz drin. Und wenn ich jetzt hier Cobblestone und Stone reinpacke, werden die nämlich auch mitgetaggt. So, die werden entsprechend rot getaggt, aus welchem Grund auch immer, obwohl da jetzt eigentlich hier Diamanterz drin ist. Auf jeden Fall ein kleiner Bug an der Stelle, muss man sagen. Weil wenn ich jetzt meine weiteren Blöcke hier dazu packe, seht ihr. Bis auf Eisenerz wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Ja, genau, richtig. Das wird nämlich auch mit reingetaggt hier. Okay. Und bei dem Rest seht ihr, da passiert nichts. So soll es nämlich auch am Ende aussehen. Wenn hier drin nichts ist oder nichts gefiltert ist, dann soll auch nichts weitergeleitet werden. Ist ja auch logisch. Wenn wir jetzt allerdings jetzt zum Beispiel halt noch sagen, okay, gut, wir nehmen jetzt hier mal ein Dirt, nehmen wir mal raus und setzen hier nochmal als Filter, setzen wir hier nochmal Material und einmal Dirt mit rein und setzen einmal entsprechend das wieder auf Purple. Safe. Dann seht ihr, zack, werden die 63 Dirt einmal heraustransportiert, instant. Und hier das eine jetzt noch. Und wir sehen, das funktioniert sehr, sehr schön. So viel auf jeden Fall zum Logistical Sorter. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.